Ach, da ist ein Mäuseloch. Und vielleicht verlässt die Maus irgendwann ihr Loch und holt sich... Guck mal, da gibt es sogar Mäusegeräusche. Und holt sich den Käse. Are they gone yet? Das ist ein Opernsänger, der Geist. Hier kommt's Napster Bluck. Also ich könnte jetzt hier... Geld in den Spinnenweben lassen. Oh dear, that took longer than I thought it would. Also hier tatsächlich wieder Toriel. So gruselig finde ich Toriel auch plötzlich nicht mehr. Da hat sich ein bisschen was getan. A box of kids' shoes in a disparity of sizes. Das ist creepy. Dann werde ich jetzt mal die Treppe runtergehen. Die hat mich nämlich schon hier so ein bisschen gelockt, als ich sie gesehen habe, das erste Mal. Oh. Das ist ganz komisch, wie so einfache Grafiken und so ein einfacher Grafikstil manchmal was in einem auslösen kann. Das hat echt jetzt kurz so Gänsehaut in einem ganz unangenehmen Bereich gegeben, weil, dass sie da einem so hinterher rennt. Also ich soll anscheinend upstairs playen. Mal gucken, ob ich schneller wegrennen kann. It is dangerous to play here. Also sie möchte nicht, dass wir hier runtergehen. Boah, es ist echt creepy, wie schnell sie da angerannt kommt und man auch gar nicht weiter wegrennen kann. It is drafty here, you will catch a cold. Sie findet immer neue Sätze, warum wir nicht runter dürfen. Ich mache das jetzt immer weiter, bis ich da irgendwann langlaufen darf. It is dusty here, you will catch a cough. Cough, das ist auch so ein tolles Wort. Husten, Erkältung, alles gibt's hier unten. Ich laufe aber immer weiter, ist mir egal. There is nothing to see here. Jetzt wirkt schon so ein bisschen wie so ein Polizist. Hier gibt's nichts zu sehen. Do you want to read a book? Nein, ich will kein Buch lesen. Ich werde das aber so lange weiter probieren, bis ich irgendwann weiterlaufen darf oder die Situation hier eskaliert. I do not like the game you are playing. Sie mag das Spiel nicht, das wir hier spielen. Why not go for a walk in the yard? Also warum nicht einen kleinen Spaziergang im Garten machen? Oder im Hof? Naja, weil ich da lang will. Really now? Nö, du, ich finde deinen Kenner super interessant. Einfach nur, weil ich da gerne mal rüberschaue. Jetzt sagt sie gar nichts mehr? Nachher sind da unten lauter Kinderleichen. Okay, das ist das Einzige, was jetzt noch kommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr Sinn macht, hier die ganze Zeit so runterzulaufen. Ich probiere es noch zweimal, weil dann habe ich fünfmal oder fünf, sechsmal diese Punkt-Punkt-Punkt-Message gehabt. Aber sie bemerkt es halt wirklich immer wieder. Nee, da passiert nichts Neues mehr. Schade drum, aber das wirkt schon sehr verdächtig. Oh, hello. Did you want to hear about the book I'm reading? It is called 72 Uses for Snails. Du liest ein Buch über Schnecken und wie man die benutzen kann. Ja, ich frage jetzt erstmal, also ich, so leid es mir tut, das ist ein bestimmt ein tolles Buch, aber ich bin eher, also jetzt bin ich daran interessiert, wie man denn die Ruinen verlassen würde, um zumindest ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Also ich denke, dass es hier noch mehr von der Welt geben wird. How about an exciting snail fact? Did you know that snails, ich möchte nichts über Schnecken hören. Sometimes flip their digestive systems as they mature. Toll, das ist eine ganz tolle Information. Ich möchte immer noch wissen, wie man den Ruinen so entkommt. I have to do something. Stay here. Keine Information, nur dass sie jetzt irgendwas zu tun hat. Und vielleicht komme ich ja jetzt in den Keller. Ein weiterer Versuch ist es... Ich komme ja gerade nicht mit dem Navigation klar. Ah, da ist sie auch. You wish to know how to return home. Don't you? Habe ich kurz mal zusammengefasst. Ahead of us lies the end of the ruins. A one-way exit to the rest of the underground. I'm going to destroy it. Oh, also da hinten gibt es ein Tor, was also wie eine Einbahnstraße ist. Man kommt nicht mehr zurück in die Ruinen, aber man kommt eben in das restliche Gebiet des Untergrunds und sie will es kaputt machen. No one will ever be able to leave again. Now be a good child and go upstairs. Ja, nö. Ich laufe einfach mal direkt hinterher.
Man könnte jetzt vielleicht auch hochgehen. Every human that falls down here meets the same fate. I have seen it again and again. Jeder Mensch, der hier unten landet, jeder erfährt das gleiche Schicksal. Und sie hat das immer wieder von Neuem gesehen. They come. They leave. They die. Du naives Kind. Wenn du die Ruinen verlässt, Asgore wird dich töten. I'm only protecting you. Do you understand? Go to your room. Sie will uns einfach nur beschützen. Es gibt da irgend so ein Wesen, Asgore, das uns töten wird. Aber es ist für so einen echten kleinen Abenteurer wie mich natürlich keine Alternative, jetzt hier in mein entspanntes Zimmer zurückzugehen. Nein, ich möchte wissen, was es damit auf sich hat. Und das ist bestimmt auch die Geschichte des Spiels. Do not try to stop me. This is your final warning. Die letzte Warnung, ich soll sie nicht aufhalten. Du willst wirklich so dringend gehen? Fragt Toriel. You are just like the others. There is only one solution to this. Prove yourself. Prove to me you are strong enough to survive. Und damit habe ich schon fast durchgehend gerechnet, dass man irgendwann mal gegen Toriel kämpfen wird, auf die eine oder andere Art. Sie ist zwar nicht ganz so psychopathisch, wie ich das im Kopf hatte, sondern scheint wirklich eine nette, also wie ich das erwartet hatte, sondern scheint eine ganz nette alte Dame zu sein. Und ich werde sie jetzt nicht bekämpfen, sondern mit ihren eigenen Waffen versuchen, Toriel zu schlagen. Erstmal check ich sie. Knows best for you, okay. Die weiß, was gut für dich ist. 80 Attacke, 80 Verteidigung. Oh Mann. Versuchen wir mal mit ihr zu reden. You couldn't think of any conversation topics. Also es gibt keine. Boah. Toriel prepares a magical attack. You try to think of something. Mein TH drückt schon meine Spannung aus. You try to think of something to say again, but. Okay, uns fällt kein Dialog ein, den wir mit. Verdammt, ich hab was abbekommen. Den wir mit Toriel führen könnten. Und Toriel sieht eh durch, was wir. Also angreifen, wird nichts bringen. Die könnte bestimmt irgendwie platt machen. Aber sie ist ja auch diejenige, die uns erklärt hat, dass wir lieber Dialoge führen sollen. Vielleicht können wir sie an ihren eigenen Kram erinnern. Ironischerweise, scheint. Okay, das Spiel sagt uns aber, dass Talking nicht die richtige Lösung zu sein scheint. Ich probier's trotzdem weiter. Ich werde es weiter probieren. Ich probier's weiter. Wir haben ja notfalls irgendwann nochmal einen anderen Versuch vielleicht. Nochmal. Nein, es funktioniert nicht. Ich hätte es früher erkennen sollen. Jetzt habe ich hier wirklich darauf geachtet, mal mehr Problemsituationen, also einen Kampf eigentlich nur, mit Dialogen zu versehen oder zu versuchen. Und dann ist es hier an der Stelle nicht mal die Lösung. Okay, dann greife ich ab jetzt an, Toriel. Es tut mir leid. Ich mache ja auch schon... Okay, die hat echt einiges drauf. Ohne Damage zu nehmen, sehr schön. So viel Damage kann ich mir auch nicht mehr leisten. Ich habe zwar noch einiges an Heilgegenständen. Aber jetzt habe ich wieder, ich habe was abbekommen. Das ist nicht gut. Ich finde das aber sehr schön, dass man hier aktiv im Kampfsystem einfach dran sein kann. Weiß ich, habe ich schon öfter erwähnt jetzt. Aber das macht das Ganze deutlich spannender, als einfach nur rundenbasiert irgendwie auf Enter zu hämmern. Wobei ich hier echt halt irgendwie öfters mal einen Treffer abbekomme. Und in der nächsten Runde, oder... Oh, jetzt habe ich zu schnell Enter gedrückt. In der nächsten Runde werde ich mich... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich hier ausgewichen bin. Das kam irgendwie aus dem Nix raus. Und das Toy Knife, das wir besitzen, geht schon ganz schön ab. Ey, ich weiß nicht, wie ich hier ausweiche. Ich meine, ich find's gut. Aber der Kampf nimmt mich jetzt schon so ein bisschen... Bisschen mit an... Okay, jetzt habe ich was abbekommen. Sogar zweimal. Also, Item benutzen und zwar... Sollte das Monster Candy ja schon mal ganz gut sein. Das halt ja 10, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und damit haben wir wieder in etwa die Hälfte unseres Lebenspaar. Hier kriege ich jetzt immer wieder... Oh, zweimal schon wieder. Ey, ich muss mehr aufpassen. Und das sollte noch so... Drei Schläge wahrscheinlich. Wenn ich mal ein... Oh. Und wie traurig sie auch aussieht. Es tut mir, es ist auch echt jetzt eine fiese Entscheidung eigentlich gewesen. Ich habe ja versucht, mit ihr zu sprechen. Aber gibt es wirklich den alternativen Weg,
in der Geschichte von Undertale, dass man einfach in seinem Zimmer bleibt und dann ist das Spiel zu Ende. Weil der Abenteuerweg ist ja logischerweise weiter raus in die Underworld zu gehen. Die Ruinen haben wir ja komplett erkundet, soweit es uns vorgelegt wurde. You are stronger than I thought. Listen to me, small one. If you go beyond this door, keep walking as far as you can. Aber Kreidel möchte ja auch nach Hause zurück. Das ist ja auch noch sowas, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass sie auch irgendwo eine richtige Familie vielleicht besitzt. Und dass man aus diesem Underground auch mal wieder raus sollte, in die Welt der Menschen. So faszinierend das auch. Das hat so ein bisschen was von Alice im Wunderland, das Ganze. Eventually, you will reach an exit. Stirbt sie jetzt? Lass Asgore nicht deine Seele klauen. His plan cannot be allowed to succeed. Sein Plan darf nicht von Erfolg gekrönt werden. Sei gut. Du wirst gut sein, oder? Mein Kind. Und da zerbricht das Herz von Toriel. Getötet von ihrem eigenen Kind, das nach Hause möchte, aber vielleicht schon zu Hause ist. Stellt euch mal vor, wie krass das wäre, wenn das wirklich die Mutter von Kreidel wäre oder zumindest irgendeinen Bezug in die Richtung hat. Das war schon eine erste wirklich emotionale Szene. Also wenn man mal bedenkt, mit wie wenigen grafischen und musikalischen Mitteln das Spiel hier eigentlich zurechtkommt, dass es nicht mal Sprachausgabe gibt, da wirklich schon so viel in der ersten Stunde dem Spieler mitzugeben, wenn man sich darauf einlässt, das ist schon beeindruckend. Aber tatsächlich auch genau das, was ich mir von dem Spiel erhofft hatte. Jetzt öffne ich mal diese große Türe hier, die uns den Weg zum Rest des Undergrounds offenbaren sollte. Und habe echt ein ganz mulmiges Gefühl bei den Entscheidungen, die wir hier getroffen haben. Ich denke nicht, dass die Entscheidung, hier weiterzulaufen, irgendwie anders zu verhindern gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, ob es möglich wäre, Toriel wirklich... Genau. Wen haben wir denn da? Das ist ja grandios, dass wir die nochmal wieder sehen dürfen. Geht das jetzt nochmal alles von vorne los? Nein, oder? I hope you like your choice. Ich hoffe, du magst deine Entscheidung. After all, it's not as if you can go back and change fate. Es ist nicht so, als könne man zurückgehen und das Schicksal ändern. Und hier haben wir wieder diesen tollen Satz, den ich falsch übersetzt habe. In this world, it's kill or be killed. Natürlich nicht in dieser Welt ist es getötet oder getötet werden, sondern in dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. So rum. That old hag thought she could break the rules. She tried so hard to save you humans, but when it came down to it... Ich habe endlich eine schöne Stimme für die Blume gefunden. She couldn't even save herself. What an idiot! Sie konnte sich nicht mal selbst retten. Was für eine Idiotin, meint die Blume. Ich mag die Blume nicht. Also ich mag sie, wenn sie so freundlich lächelt. Dann kann ich mir da denken, ey, vielleicht ist es ja doch eine liebe Blume. Aber das ist bestimmt das Wesen, was immer so ein bisschen... Schön, dass ich hier nochmal das Bild von Undertale habe. Ist das so ein bisschen... Bei Toby Fox ist das erst das Intro gewesen. Es war wohl erst das Intro. Wirkte so ein bisschen episodenmäßig aufgebaut. Vielleicht erzählt einem die Blume immer so ein bisschen, was man denn gemacht hat. Und das hier ist jetzt wirklich die Unterwelt. There's a camera hidden in the bushes. Ich habe hier jetzt wirklich einfach nur aus Intuition reingeschaut. Das hier kenne ich gar nicht. Habe ich nichts von gesehen. Aber warum ist da eine Kamera im Busch? Da ist doch was im Busch. Ja, nämlich eine Kamera. Ein Speicherpunkt wäre mal... das ist auch geil gemacht mit den Bäumen hier im Vordergrund. Da ist ein Ast. It's a tough-looking branch. It's too heavy to pick up. Zu schwer, um ihn zu tragen. Hier haben wir jetzt natürlich eine etwas... hinter uns ist irgendwas. Falls ihr es nicht bemerkt habt. Die Musik steigert sich auch immer weiter.
kann mich nicht bewegen, sonst würde ich's tun. Mensch. Weißt du denn nicht, wie man einen neuen Freund begrüßt? Dreh dich um und reich mir die Hand. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Okay, ein Skelett. Ich wusste, dass ein Skelett noch vorkommen wird. Das hier ist es wohl. The old whoopee cushion in the hand trick. It's always funny. Anyways, du bist ein Mensch, richtig? That's hilarious. I'm Sans. Sans the Skeleton. Oder Sans, ich nenne mal Sans, klingt geiler. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Now, my brother, Papyrus, he's a human-hunting fanatic. Also, er ist auf der Suche nach Menschen und sein Bruder Papyrus, der ist irgendwie so ein richtiger fanatischer Menschenjäger. Hey, actually, I think that's him over there. Das ist ja super. I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through. My bro made the bars too wide to stop anyone. Quick, behind that conveniently shaped lamp. Okay, also jetzt versteckt sich Kreidel hinter der Lampe. Oh, die hat sogar wirklich den perfekten, wirklich das perfekte Shape. Sind das so ein bisschen dick und doof? Vermute ich fast, dass es dick und doof werden werden. What's up, bro? You know what's up, brother? Ich muss unfassbar bescheuert dabei aussehen. Vielleicht soll ich anfangen, die Facecam auszublenden. It's been 8 days and you still haven't recalibrated your puzzles. You just hang around outside your station. What are you even doing? Staring at this lamp. It's really cool. Do you wanna look? Nein, nicht auf die Lampe schauen. Da verstecken wir uns doch. No, I don't have time for that. Ain't nobody got time for that. Wie er hier rumtanzt. Richtiger kleiner Gangman-Style-Dude. What if a human comes through here? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human. Then I, the great Papyrus, will get all the things I utterly deserve. Ich find's cool, wie sie durch die Schrift wirklich so ein bisschen auch die Charaktere shapen. Also dadurch, dass er so eine andauernde Caps Lock und wilde Schrift hat. Respect, Recognition. Also er will unbedingt Menschen jagen, weil dadurch erhofft er sich Respekt und Ehre und das ihn jeder kennt. I will finally be able to join the Royal Guard. Und die königliche Garde will er auch betreten. People will ask to be my friend. I will bath in a shower of kisses every morning. Maybe this lamp will help you. Silence! You are not helping, you lazy bones. All you do is sit and boondoggle. You get lazier and lazier every day. Boah, das ist anstrengend für den Hals. Das ist wirklich eine anstrengende Nummer für den Hals. Und Sans versucht ihn andauernd darauf hinzuweisen, dass wir hinter der Lampe sind, aber er hat wohl nicht wirklich Bock drauf. Hey, take it easy. I've gotten a ton of work done today. A skeleton. Ah, geiler Joke, ey. Aber guck mal, das wäre eben so ein englischer Wortwitz, den wir mit dem deutschen Patch nicht mitbekommen hätten. Und es wurde sogar rangezoomt. Sans! Come on. You're smiling. I am, and I hate it. Why does someone as great as me have to do so much just to get some recognition? Wow. Sounds like you're really working yourself. Down to the bone! Die beiden sind echt zwei lustige Gestalten. Er mit seinem übertriebenen Enthusiasmus und Ehrgefühl rechts, der unbedingt berühmt werden will und ein krasser Menschenjäger ist, und er links nimmt einfach gar nichts richtig ernst. I will attend to my puzzles. As for your work, put a little more backbone into it. Hey. Okay, you can come out now. Aber er wollte wohl doch nicht, dass man
und sieht, weil sonst hätte er da ja direkt darauf hingewiesen. Obwohl er die Lampe immer erwähnt hat, hat Papyrus uns nicht interessiert. Oder hat Papyrus sich nicht für die Lampe interessiert. You ought to get going. He might come back, and if he does, you'll have to sit through more of my hilarious jokes. Ja, du bist wirklich ein witziger Dude. Actually, hey, hate to bother you, but can you do me a favor? Ja, er hat uns ja auch einen Gefallen getan, jetzt fragt er uns nach einem, das ist auch in Ordnung. I was thinking my brother's been kind of down lately. He's never seen a human before, and seeing you might just make a stay. Don't worry, he's not dangerous. Also, der Menschenjäger, der fanatische Menschenjäger hat noch nie einen Menschen davor gesehen und ist deswegen auch ein bisschen depressiv. Und der Bruder schlägt hier jetzt liebevoll vor, dass er Kreidel zumindest mal anschauen kann. Even if he tries to be. Thanks a million, I'll be up ahead. Ja, dann schaue ich eben mal vorbei. Aber davor habe ich endlich den heiß ersehnten Speicherpunkt gefunden. The convenience of that lamp still fills you with determination. Speichern hier ab und beenden damit diese Session von Undertale. Ich denke, mit den Videos, die ich jetzt auch zu dem Spiel gemacht habe, habe ich euch einen ganz schönen Einblick in den Titel bringen können. Es ist wirklich genau das, was ich erwartet habe. Also, es wurde einem viel versprochen, es wurde viel angekündigt, dass es ein ganz anderes RPG, ein besonderes Spiel sein soll. Und das ist es auch. Also, es funktioniert genauso, wie es ist, perfekt. Jeglicher Zusatz an irgendwie aufwendigerer Grafik, an anderer Grafik oder an irgendwie, ja, dieser ganze Stil mit dem Texte selbst lesen, das funktioniert unglaublich gut. Und die komplette Stimmung und auch die Entscheidungen, die man trifft, nehmen einen irgendwie von Minute 1 an mit, wenn man sich eben darauf einlässt. Das ist immer so eine Sache, die ich bei YouTube, wenn ich solche Spiele hochlade, immer direkt bemerke, dass sowas nur greift für die Leute, die sich darauf einlassen. Die Zuschauer und die Leute, die sich dann allerdings mal auf so ein Experiment einlassen, für 1, 2, 3 Videos so einem Spiel auch mal eine Chance zu geben, die bekommen da auch eine Ecke mehr raus als aus manch anderen Produktionen, würde ich mal sagen, und können sich dann am Ende ja vielleicht selbst mal am eigenen Rechner in so ein Abenteuer stürzen. Mit Undertale macht man da sicherlich keinen Fehler. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und reingehauen.